unser Thema, inshallah ta'ala, ist passend zu dieser Gelegenheit. Und zwar Tod. Der Tod in Sicht des Islams. Alhamdulillah, wir Muslime, jede Sache, die geschieht, wir ziehen Lehre raus. Das letzte Mal haben wir über die Katastrophe gesprochen. Wie sehen die Muslime diese Katastrophen, die auf der Erde kommen? Die Muslime lernen bei jeder Sache vieles. So sehen wir alles, was uns geschieht. Nicht wie einer, der nicht weiß, warum er betroffen ist, warum er leidet und warum er ein Problem bekommt. Die Muslime wissen über allen Bescheid durch Allahs Wissen und durch das Wissen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bevor wir damit anfangen, Alhamdulillah, das letzte Mal haben wir die Menschen in diesem Katastrophengebiet geholfen. Und wir zeigen auch unser Mitleid. Und Alhamdulillah, die Schwester hat uns das letzte Mal eine Kasten gegeben, wo wir Geld gesammelt haben. Alhamdulillah, wir haben mehr als 540 Euro gesammelt, die Brüder mehr als 300 und die Schwester haben mehr als 200 gegeben. Wir bitten, dass Allah Ta'ala alles annimmt und dass er uns den Lohn am Tag der Auferstehung gibt. Allah Ta'ala sagt über den Tod, كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله تعالى sagt, jede Seele wird den Tod schmecken. Jede. Egal wie dieser Mensch ist. Ob das ein König, ein Präsident oder ein normaler Arbeiter. Egal wie der Mensch ist. Er schmeckt den Tod. Und deswegen, es ist ein Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er der Allmächtigste ist. Dass er der Allgrößte ist. Dass er über allen Menschen steht. Allah Ta'ala zeigt mit dem Tod, dass alle Menschen ihm gegenüber schwach sind. Wenn du meinst, dass du ein Kräftiger bist, dass du unschlagbar bist, dass du so viele Kräfte besitzt, so viele Technologien um dich, dann verhindere den Tod. Mach etwas, dass du nicht stirbst. Sie versuchen das. Viele forschen danach. Wie kann man nicht sterben? Allah Ta'ala zeigt uns damit, dass alle ihm gegenüber widrig und schwach sind. Und deswegen, wenn der Tod erwähnt wird, dann siehst du die Herzen. Die sind ruhiger auf einmal. Man ist auf einmal traurig. Man vergisst die Gelüste des Lebens. Man vergisst den Spaß. Tod. Demnächst wirst du das sein. Warum machst du das nicht in deinem Kopf? Die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie sagen, man läuft. Wenn man einen ersten Schritt macht, dann denkt man, vielleicht mache ich den nächsten Schritt gar nicht. Vielleicht sterbe ich. Immer denkt er an den Tod. Immer ist er bereit. Einer von unseren tugendhaften Vorfahren, er hat in seinem Haus ein Grab gemacht. Und wenn er im Weg vom Shaitan ist, wenn er in der Irre ist, wenn er Sünden macht, dann geht er in diesen Grab rein und er macht das zu und der Grab ist zu eng und er bleibt stundenlang. Er sagt seine Seele, guck, das, was auf dich zukommt, was hast du dafür vorbereitet? Was hast du dafür getan? Wer denkt unter uns an den Tod? Wer? Wir sind abgelenkt. Alles,
Alles ist schön. Alles sieht schön aus. Und wir sind abgelenkt. Einer ist mit seiner Arbeit beschäftigt. Der andere ist mit seinem Studium. Der andere ist mit seiner liebsten Freundin. Ja? Und der andere ist mit seinem Spiel. Und der andere ist mit Lotto Spiel. Lotto. Und der andere ist Fußball. Und jeder hat seine Beschäftigung. Allah Ta'ala hat uns diese Versuchungen, diese Prüfungen geschaffen, damit er sieht, wer der Ehrliche ist. Wer der Ehrliche ist. Und deswegen, liebe Brüder, wir Muslime, wir denken immer an den Tod. Und wir wissen, dass wir uns auf dieser Erde nur vorübergehen sind. Dass wir hier nur vorübergehen sind. Was ist 30, 40, 50, 70 Jahre? Was ist Ende? Ende ist Tod. Du wirst sterben. Jeder von uns wird sterben. Und du weißt nicht wann und wie und wo. Und das ist das Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Er zeigt allen hochmütigen Menschen, allen Stolzen. Du hast Technologie, du hast viele Waffen, du hast viel, du besitzt viel, aber du wirst sterben. Und du wirst zu mir kommen und du wirst zur Rechenschaft gezogen. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الله تعالى sagt, ihr bekommt eure Löhne am Tag der Auferstehung. Da bekommt ihr eure Rechnung. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يوم القيامة am Tag der Auferstehung. Du kommst nicht mit deiner Macht. Du kommst nicht mit deinem Palast. Du kommst nicht mit deinem Thron. Du kommst nicht mit deiner schönen Kleidung. Nackt, barfuß, unbeschnitten. Alles kommt zurück. Du stehst vor Allah mit Angst. Und du siehst, wie die Menschen alle wachen. Und Allah Ta'ala zeigt dir dein Buch. Und du siehst, wenn du Sünder bist, du siehst alle deine Sünden. Und du sagst, ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Man sagt, oh, was ist mit dem Buch? Der liest gar nichts. Es liest nichts. Ob klein oder groß. Allah Ta'ala sagt, ووجدوا ما عملوا حاضرا. Und sie finden alles vor ihnen, alles, was sie voraus gemacht haben in dieser Erde. Alles findest du. ولا يظلم ربك أحدا. Allah macht kein Unrecht. Allah ist nicht ungerecht. Allah ist der Gerechteste. Er macht alles gerecht. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Der Gewinner ist derjenige, der von der Hölle geschützt ist und der zum Paradies reingetreten ist. Das ist der Gewinner. Der richtige Gewinner ist der. Nicht der Lotto-Gewinner. Nee, nicht der in dieser Erde durch Business viel Geld gewonnen hat, obwohl das halal ist. Aber der richtige Gewinn, liebe Bruder, ist bei Allah Ta'ala. Was nutzt dir das, wenn du auf dieser Erde von den Gewinnern bist? Du hast viel Geld. Alle Leute loben dich. Alle lieben dich. Du hast schönes Leben. Aber bei Allah Ta'ala hast du nichts. Was nutzt dir das? Der richtige Gewinn, dass du von der Hölle beschützt bist. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله erinnert uns und er sagt, diesseitiges Leben ist nur ein trügerisches Genuss, ein vorübergehender Genuss, das was vorbeigeht. Welcher Genuss bleibt in diesem Leben? Wenn es sich beendet,
und dann liest du alles. Du liest dein Besitz, du liest alles. Liebe Geschwister, wir sprechen heute über den Tod, wie der Tod zu uns kommt. Was auf uns zukommt, in Sicht des Islams. Du musst sehen, lieber Bruder, der Tod erstmal kennt keinen Ort, keine. Also es ist alles festgelegt von Allah subhanahu wa ta'ala. Das musst du wissen. Und deswegen, es wird erzählt, Allahu a'lam, wie gesund diese Überlieferung ist, über den Minister von Suleiman, dass der Todesengel zu ihm kam. Und er war in der Zunge mit Suleiman. Der Todesengel kommt und er wundert sich. Suleiman fragt ihn, wer bist du? Er sagt, ich bin der Todesengel. Ich will deinem Minister die Seele wegnehmen. Aber ich wundere mich, das ist nicht der Ort, wo ich ihm die Seele wegnehme. Es ist woanders. Der Suleiman sagt zu seinem Minister, der Todesengel ist gekommen. Und er will deine Seele nehmen. Der Mann hat Angst. Oh, das ist meine Zeit. Er sagt, ja Suleiman, du hast, Allah Ta'ala hat dir die Macht gegeben. Er hat die Macht über Wind, über die Dschinn, über alle Sachen. Er sagt ihm, ich möchte, dass du mich in Süden der Erde bringst. Er will flüchten. Er will weggehen, dass der Todesengel nicht ihn fasst. Allah Ta'ala sagt im Koran, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Egal wo ihr seid, der Tod kommt zu euch, auch wenn ihr in abgeschlossenen Räumen seid. Wenn du unter der Erde gehst, tief, tief, richtig tief, und du schließt alles ab, dass du denkst, du flüchtest, nein, der Tod kommt zu dir. Was ist passiert? Der Suleiman hat ihn dahin gebracht und dann hat er den Todesengel gefunden. Er wartet auf ihn. Er sagt, oh, hier wurde ich befohlen, dich, deine Seele zu nehmen. Und deswegen habe ich mich gewundert. Also der Mann wollte, dass er stirbt. Nicht, dass er flüchtet, letztendlich, dass er stirbt. Und deswegen, liebe Brüder, wenn der Tod kommt, erstmal Allah Ta'ala hat Todesengel erschaffen. Dieser Todesengel, Malakul Maut, er hat viele Helfer, die ihm helfen. Wenn sie zu einem kommen, sie kommen alle in eine Gruppe. Du stehst da, man steht da, dieser König oder dieser Minister oder dieser Präsident, er ist auf einmal krank. Oh, nimmt ihn, wohin? Zum besten Chirurg. Nimmt ihn zum besten Krankenhaus der Welt. Nimmt ihn und dann bringen sie ihn zu diesem Operationssaal. Der Kopf spezialisiert, Gehirn spezialisiert, er steht neben ihm. Der andere ist im Herzen spezialisiert. Der dritte ist im Nervensystem spezialisiert. Jeder und alle stehen, alle Professoren, alle besten Professoren, redet ihn. Er ist wichtig. Er ist ein König. Wir brauchen ihn noch. Redet ihn. Aber Allah Ta'ala hat ein anderes Wort. Alle versuchen, versuchen, versuchen. Allah Ta'ala sagt uns in Surat Al-Waqi'a, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Allah Ta'ala sagt, wenn der Tod den Hals reicht, dann seht ihr, was können wir tun? Wie können wir ihn retten? Wir aber, Allah Ta'ala sagt wir, das heißt mit Engel, wir sind näher zu ihm. Er sieht uns, aber ihr seht uns nicht. Er sieht was anderes. Was sind das?
Ich sehe, was die anderen nicht sehen. Sie kommen auch auf einmal. Von oben. Sie kommen zu ihm runter. Mit bestimmten Kleidung. Sie kommen alle zu ihm runter. Er sagt, was ist das? Auf einmal kommen sie zu ihm. Und sie befehlen ihm, dass er seine Seele gibt. Gib deine Seele. Der Beweis, dass die Engel von oben kommen, ist im Koran. Allah Ta'ala sagt, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ الله سبحانه وتعالى sagt, diejenigen, die geglaubt haben und die auf dem geraden Weg waren, die Engel kommen zu ihnen runter. Als erstes, wenn sie gut sind. Wenn du guter Mensch bist, du siehst die Engel, als erstes kriegst du Angst. Aber damit du diesen Angst nicht bekommst, sie geben dir die Botschaft. Zwei Sätze sagen sie dir. Hey, brauchst du keine Angst zu haben? Und brauchst du keine Sorge zu haben? Wer sagt das? Allah Ta'ala. أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا Dritter Satz noch. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ Sie sagen dir, du brauchst keine Angst zu haben davon, was auf dich zukommt. Und du brauchst keine Sorge zu haben, was du gelassen hast, wenn du Kinder gelassen hast. Deine Ehefrau, deine Familie, die dich brauchen, sie beruhigen sie. Sie beruhigen dich. Sie sagen dir, du brauchst keine Sorge. Dafür, was du gelassen hast, deine Kinder sind versorgt. Deine Ehefrau ist versorgt. Alles läuft gut. Subhanallah, du bekommst diese Botschaft von den Engeln. Sie kommen zu dir fröhlich, mit strahlenden Gesichtern. Mit schöner Kleidung, mit schönem Duft, was du niemals gerochen hast. Dann kommen sie dir und sie sprechen mit dir. Sie sagen dir, la tachaf, keine Angst. La tahzan, keine Sorge. Wa abshir, freu dich, das ist eine schöne Botschaft. Du wirst das Paradies bekommen. Allahu Akbar, beim Sterben, beim Sterben. Deswegen Aisha, Ummuna Aisha, unsere Mutter, als Muhammad sallallahu alaihi wa sallam neben ihr gestorben ist, sein Kopf war auf ihren Schenkel, als er starb. Sie hat ihn gehört. Er sagt, Bali Rafiq al-A'la, Bali Rafiq al-A'la, Bali Rafiq al-A'la. Dann hat sie gesagt, da wusste ich, dass er uns nicht möchte. Er sagte, ich möchte die höchste Stille bei Allah haben. Ich möchte die höchste Stille bei Allah haben. Ich möchte die höchste Stille. Das heißt, Aisha hat gesagt, er hat die Wahl bekommen. Willst du jetzt zu Allah kommen oder willst du bei deiner Familie bleiben? Wir müssen wissen, jeder Prophet bekommt die Wahl, ob er sterben will oder nicht. Das ist bekannt. Das ist aber nur bei den Propheten. Der Todesengel kommt zu ihm, er sagt ihm, willst du sterben oder nicht? Dann sagt der Prophet das. Deswegen Musa a.s. Musa, der Todesengel kam zu ihm. Er sagt ihm, willst du jetzt sterben? Du musst jetzt sterben. Er sagt ihm, nein, ich will noch leben. Dann geht der Todesengel zu Allah Ta'ala. Er sagt ihm, Allah sagt ihm, sag Musa, er soll seine Hand auf ein Kuh. Auf, was ist der männliche von Kuh? Stier. Stier, ja genau. Er muss seine Hand auf diesen Stier legen und alle diese Haare, worunter seine Hand ist, für jede Haar kriegt er ein Jahr mehr. Für jede Haar. Und dann hat Musa ihn gefragt, und dann? Was ist dann? Dann hat Musa gesterben. Dann hat er gesagt, nee, ich will jetzt sterben. Wenn das Sterben kommt, sowieso dann jetzt. Muhammad
er gesagt, wenn der Rafiq al-A'la. Ich bin die höchsten Stufen bei Allah Ta'ala haben. Er hat andere Wahl. Dann Aisha hat gesagt, ich wusste, dass er uns nicht mehr mischt. Also er will zu Allah Ta'ala. Deswegen, sie kommen mit schönen Gesichtern. Sie sagen dir, du brauchst keine Angst zu haben, keine Sorge zu haben und freue dich auf das Paradies. Die vierte Satz sagen sie dir, نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. Sie sagen ihnen, wir sind die Helfer von deiner Familie, die du gelassen hast. Wir werden für sie sorgen. Du hast Bedenken. Was ist mit meinen Kindern? Sie sind noch klein. Was ist mit meiner Frau? Was ist mit meiner Mutter? Sie braucht mich noch. Sie sagen dir, du brauchst keine Sorge zu haben. Die Sache ist von Allah Ta'ala erledigt. Sie bekommen ihre Versorgung. Wie stirbt man? Wie stirbt der Gläubige? Ruhig. Ruhig. Und dann, was machen sie? Sie nehmen seine Seele raus. Mit so einer schönen Weise. Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschreibt uns, wie die Seele eines Gläubigen rauskommt. Genauso wie ein Wassertropfen, die von dem Wasserhahn rauskommt. Kennt ihr das? Wenn der Wassertropfen rauskommt, so kommt die Seele raus. Ganz einfach. Ganz leicht. Ganz leicht. Und dann nehmen sie, was machen sie mit der Seele? Sie haben Tücher von Paradies, die gut riechen. Sie machen die Seele in diese Tücher. Und sie bringen die Seele hoch. Wohin? Zum ersten Himmel. Dann klopfen sie. Dann bitten sie um Erlaubnis, dass sie reinkommen. Dann wird geöffnet. Dann kommt die Seele rein. Alle Engel fragen, wer ist diese schöne, reine, saubere Seele? Wem gehört diese Seele? Dann sagen sie, die gehört dem so und so, der Sohn von so und so. Dein Name wird erwähnt. Der war ein guter Mensch. Die Seele geht weiter hoch. Und alle Engel sprechen über diese Seele. Bis wohin? Bis zu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sagt, اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم وأرجعوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجهم تارة أخرى. الله تعالى befiehlt seinen Engel, er sagt, schreibt den Namen meines Dieners in den höchsten Stufen des Paradieses und bringt ihn wieder zur Erde zurück. Von der Erde habe ich ihn erschaffen und zur Erde bringe ich ihn zurück und von der Erde bringe ich ihn wieder raus am Tag der Auferstehung. Das ist die Gesetze Allahs. Allah Ta'ala sagt, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله تعالى sagt, wir sind näher zu ihm und ihr seht uns nicht. Das sind die Engel. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Eine Herausforderung von Allah. Wenn ihr meint, dass ihr mächtig seid und dass ihr klug seid, dann hindert das, wenn ihr könnt. Eine Herausforderung. Wer kann das? Wer kann uns eine Antwort geben? Ich lebe nicht. Oder ich schlafe nicht. Nur das Schlafen ist ein Zeichen, dass wir schwach sind. Ist ein Zeichen, dass wir schwach sind. Und deswegen, jeder muss schlafen. Egal wie du bist, auch sterben. Jeder wird sterben. Allah Ta'ala sagt, eine Herausforderung. Bringt ihn wieder, wenn ihr könnt. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ فَلَوْلَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ.
Allah Ta'ala sagt uns, es gibt zwei Arten von den Menschen. Kein Brenner. Entweder oder. Wenn er von Muqallabin, was heißt die Muqallabin? Die nahe zu Allah sind. Das sind die Gläubigen. Das sind die frommen Menschen. Wenn er zu ihnen gehört, was ist ja Allah? Was ist sein Aufenthaltsort? Er sagt, فروح وريحان وجنة نعيم. Er bekommt das Schönste im Paradies. Von schönem Geruch, von schönen Gnaden und von höheren Paradies. فروح وريحان وجنة نعيم. Und was ist mit dem anderen? وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ. Es gibt, Entschuldigung, es gibt drei Arten der Menschen. Es gibt drei Arten. Die erste Art, die nahe zu Allah Ta'ala sind. Die zweite Art, das sind die Menschen der Rechten. Sie heißen so im Koran. أَصْحَابُ الْيَمِينَ. Die Leute der Rechten. Und der dritte Art, die Leute vom Linken. وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ. Die Leute von dem Rechten, was bekommen sie?